Gut, hier haben wir auf jeden Fall jetzt erstmal Zugang zu Eisen. Das war mir erstmal wichtig. Ich bin schon wieder hier. Oh, wann ist die Brücke? Da ist die Brücke. Ist die Frage, inwiefern ich jetzt noch großartig Expeditionen starten sollte? Wahrscheinlich besser erstmal nicht. Denn ich will ja dann zum Leuchtturm. Aber ich brauche meine Spitzhacke. Wie war das jetzt noch mit Hof vergrößern? Ich brauche 4 Eisenbarren für den Amboss. Wie viel kostet noch mal ein Eisenbarren? Okay, einen Eisenbarren herzustellen, 30. 4 habe ich gesagt, ne? Das heißt, wir brauchen 120. Reicht gerade so nicht. Schauen wir erstmal, dass unser Ofen genug Feuer hat. Und wir dann uns darum kummern können, das Eisenerz zu besorgen, während der Ofen dann schon mal am Feuern ist. Wir haben noch mehr als genug Holz hier in der Gegend. Das sollte nicht das Problem sein. Dann können wir jetzt vielleicht auch mal rausfinden. Stehst du hier eigentlich mittendrin? Das ist ja schon ganz so dreist eigentlich, ne? Das ist ja schon mehr als so ein bisschen dreist. Dann nehme ich den hier noch. Den kann ich nicht, der ist zu groß. Den können wir noch fällen. Wieder ein Holzstöckchen. Eins fehlt noch. Eins brauche ich noch für die letzte Stufe. Bevor wir auf die 120 kommen. Aber vielleicht irgendwo noch so ein paar Büschchen. Ja, hier unten, ne? Oh, was haben wir denn? Feuerbestattungsort. Ach so. Hier meditiert er also. Ah ja. So, haben wir die Holzstückchen schon mal komplett. Können wir den Ofen noch mal ein bisschen befeuern. So, dann machen wir als nächstes dann Eisenerz. Und ich muss zum Leuchtturm. Denn die Astrologen warten auf uns. Ich frage mich ja, was es noch so für Charaktere gibt, die wir dann noch so finden können. Entschuldigung. Bevor wir aber zum Leuchtturm gehen, haben wir durchaus noch die Zeit, um nochmal ein bisschen Eisenerz zu holen. Jetzt habe ich auch eine Spitzhacke dabei. Wir brauchen, also wir können aus einem Eisenerz-Ding, können wir einen Eisenbarren machen. Wir brauchen 4. Für den Amboss. Das ist das nächste Ding, was wir brauchen. Damit wir dann die komplexen Eisenteile herstellen können, damit wir unseren
unseren Hof dann erweitern können. Und deswegen ist das jetzt mein nächstes Ziel. Okay, also haben wir es ja eigentlich schon. Aber jetzt bin ich gerade hier. Jetzt nehme ich gleich schon mal ein bisschen mehr Eisenerz mit. Quasi so viel, wie wir abbauen und tragen können. Wir arbeiten jetzt, bis es hell wird. Ich meine, wir können erstmal nur 4 herstellen dann. Weil ich den Hof erstmal vergrößern muss, bevor ich großartig anfangen kann mit Feuerholzproduktion. Weil wir einfach keinen Platz mehr haben für so einen Holzhackplatz. Ja, aber wir haben gleich auch die roten Punkte, die ich für die letzte Technologie brauche. Guck mal, wir sind auf 53. Ist schon so... Okay, das ist fies. Komm ich denn darüber? Ich meine, ein Ding kann ich ja dann gleich mitnehmen. Muss doch noch irgendwo... Irgendwo muss doch hier noch ein bisschen Erz sein. Komm. Okay. Nehmen wir noch ein paar Pilze mit. Einfach weil die hier gerade wachsen. Wie war das denn, wenn ich sowas, dann kriege ich grüne, ne? Oder kriege ich da rote für? Oh, beides. Gut. Dann will ich jetzt die 55 roten Punkte noch haben. So. Dann nehmen wir jetzt das Holz mit und gehen damit nach Hause. Das wird ein Spaß. So, dann können wir uns wenigstens so ein bisschen an der Straße navigieren, ne? Komm jetzt. So, jetzt erstmal abwärts. Und dann müssen wir ganz, ganz schnell zum Leuchtturm. Sonst wird das am Ende doch wieder nichts mit uns und den Astrologen. Das ist ein Treffen, das ich eigentlich nicht verpassen will. Dann können wir den nächsten Tag können wir dann gleich mit dem Bischof schnacken. Und ihm zeigen, wie schön unser... Alter. Alter! Und ihm zeigen, wie schön unser Friedhof geworden ist. Da freut er sich dann auch gleich nochmal. So. Leg los. Den Rest packen wir hier rein. Zack, das da erstmal rein. Ich packe die Materialien erstmal hier alle wieder weg. Das auch. Und die Pilze noch schnell drin in die Truhe. Und dann müssen wir aber auch echt losstürmen. Kann sein, dass das schon zu knapp wird jetzt. Weil die Tage sind ja doch immer relativ schnell vorbei. Ich fände es schade. Ich fände es echt schade, wenn wir es wieder verpassen. Aber ich glaube, wir werden bedauerlicherweise kein Glück haben. Dazu ist der Weg zu weit. Hätte ich früher aufbrechen müssen. Ja, wir sind ja noch nicht mal im Dorf. Und wir müssen ja noch durch das Dorf durch. Und auf der anderen Seite weiter. Und wo ist dieser dumme Esel? Warum krieg ich keine Leichen mehr? Ich meine, ich weiß ja nicht, was ich letztendlich mit den Leichenteilen dann noch so anfangen werde später. Aber rein prinzipiell wäre es schon schön, wenn ich ab und zu da doch mal ein bisschen Nachschub kriegen würde. Oder kommt mir das nur so vor, dass das so lange dauert diesmal?
einfach weiter hier, ne? Da unten ist der Kerl mit seinem... Hier muss ich lang. Hier ist der Leuchtturm. Und, habe ich es geschafft? Ich meine, Astrologen sind ja mehr so ein bisschen auch daran interessiert, die Sterne zu gucken, ne? Bitte. Ja, er ist da. Hallo. Bist du der Astrologe? Das war ich mal. Jetzt bin ich nur noch eine verlorene Seele in dieser verwahrlosten Welt. Ich bin der neue Friedhofswärter und ich brauche deine Hilfe. Jeder braucht irgendetwas, außer mir. Wissen macht einsam, junger Mann. Du wirkst ziemlich zufrieden. Deine trivialen Bedürfnisse bedeuten mir nichts. Also kannst du mir nicht helfen? Mal sehen. Du kümmerst dich um den Friedhof. Ja. Psst, still. Bring mir einen Schädel. Das ist verboten, aber wen kümmern schon die Regeln dieses blöden Inquisitoren? Aha. Den Schwarzhaften? Gary? Er ist mein Freund, irgendwie. Ich glaube nicht, dass es angemessen wäre. Nein, ich brauche einfach irgendeinen Schädel von irgendeiner Leiche. Und ich kriege seine Hilfe erst, wenn ich meinen Schädel bringe. Das ist jetzt so ein bisschen blöd. Ich frage mich gerade auch, wenn das der alte Astrologe ist. Es war ja auch die Rede irgendwie von dem jungen Astrologen, ne? Wo finde ich den denn dann? Weil der hat ja den Wein, den Gary haben will. Oder steht der hier einfach irgendwo anders? Der geht nach Hause, aber ey, das war echt knapp. Gut, müssen wir bei Gelegenheit gucken. Dann gehen wir jetzt nämlich auch nach Hause. Können wir nämlich noch ein bisschen Eisenerz produzieren oder einfach mal gucken, was wir noch so produzieren können. Denn der Bischof kommt ja auch bald, um sich den Friedhof anzugucken und dann können wir die Kirche freischalten. Ich glaube, dann geht das Spiel eigentlich erst so richtig los. Und eigentlich haben wir noch gar nichts gemacht. Wir haben wirklich bisher nur den scheiß Friedhof gemacht. Hat die Taverne noch offen? Können wir, wir haben noch, haben wir doch, ne? Bestattungs? Ne, haben wir nicht. Haben wir nicht. Mein Fehler. Tut mir leid. Oh, da ist er schon unterwegs. Aber ich bin schneller unterwegs, dann kann ich nämlich kurz meinen Ofen nochmal checken. Und dann können wir die Technologie noch upgraden, bevor der kommt. Und dann können wir bald so richtig durchstarten. Aber dann nämlich auch anfangen können, blaue Punkte zu sammeln. Ich wusste doch, dass ich irgendwo diese Dinger noch gesehen habe hier. Ich räume jetzt hier unten einfach richtig schön frei. Wer weiß, was wir mit dem Feld irgendwann noch anfangen können hier. Ich würde einfach mal spontan behaupten, was wir haben, haben wir halt, ne? Dann können wir hier schon mal anfangen, das schon mal freizuräumen. Den nehmen wir mit. Das dauert noch ein Weilchen. Okay. Wo war denn Hof vergrößern? Da. Wir können schon mal die Holzplanken herstellen. Und die Nägel, die wir da brauchen.
Was machen wir eigentlich mit einem Eisenmeißel? Wie viele Holzplanken brauchten wir? 8, ne? Zwei können wir herstellen, eine haben wir noch, also 5 noch. Das bedeutet, wir brauchen noch mal Balken. Denn aus Balken produzieren wir dann die Planken. Dann können wir schon mal anfangen damit. Zack. Das machen wir später. Die Waffen werden auch am Amboss gefertigt. Sehr schön. Sehr, sehr schöne Sache. Gut, dann gucken wir mal, was die Kirchengeschichte jetzt für uns bedeutet. Und ansonsten würde ich mich vielleicht dann demnächst erstmal mit dem Garten befassen wollen. Hi. Ich habe den Friedhof repariert. Ich hatte wirklich den richtigen Eindruck von dir. Hiermit ernenne ich dich offiziell zum Wärter dieses heiligen Ortes und Prior dieser Kirche. Bereiten wir uns auf deine erste Predigt vor, meine Bitte, was? Was für eine Ehre es sein wird, dich bei deiner ersten Zeremonie zu beobachten. Also stell dich einfach in die Kanzel und sprich die Worte. Welche Worte? Die Worte! Eigentlich kannst du erzählen, was du willst. Weißt du, hier ist es gar nicht so übel. Häng ein paar Dekorationen auf, ein paar nette Kerzen, Musik, Weihrauch. Öl dich ein für eine schöne Massage. Kurz gesagt, der ganze Kram hilft dir dabei, mehr Glauben zu bekommen. Und Glaube ist Macht. Glaube. Du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Herstellen ehrliches Gebet. Eine Reihe berührender Worte. Deine Gemeinde wird mehr Glauben produzieren. Perk Prediger. Episkop hat dir gesagt, dass du jetzt eine Messe gestalten kannst. Also los. Cool. Flüchtiges Gebet. 10 Kreuze für eine erfolgreiche Zeremonie benötigt. Ein paar Worte ohne wahre Inspiration. Funktioniert trotzdem irgendwie. Die Qualität der Kirche ist 15. Okay, hier kann ich noch nichts weitermachen. Kann ich da schon runter? Noch nicht. Gut. Dann erstmal... Rede nicht mit mir, rede mit dem Volk. Lasset uns beten. So, Kirchenqualität ist 15, Predigtbedarf ist 10, Erfolgschance ist damit 100%. Los geht's. Mögen die Wachen mit euch sein. Nicht übel, nicht übel. Aber meine Predigten sind viel besser. Du solltest dich wirklich besser auf deine nächste Zeremonie vorbereiten. Ich glaube, der letzte Prior hatte irgendwo Bücher mit den richtigen Worten in der Kirchenbibliothek. Du findest da bestimmt allerlei komisches Zeug. Er hielt sich nämlich für einen Wissenschaftler. Das kannst du alles wegwerfen. Forschung! Du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Blaupause, Arbeitstisch, sammeln alte Bücher. Perk Wissbegieriger. Du gräbst tiefer, findest das Wesen der Dinge. Einen Gegenstand zu studieren, verrät dir vielleicht eine Geschichte. Ich erzähle den Leuten von deiner nächsten Zeremonie. Vielleicht taucht ja nächste Woche sogar jemand auf. Übrigens ist es als Prior jetzt deine Pflicht, jeden Sonnentag eine Zeremonie durchzuführen. Ich kann dir ein paar nützliche Accessoires verkaufen. Und ich habe eine kleine Aufgabe für dich. Rede einfach mit mir, wenn du bereit bist. Ich muss jetzt los, die Luft ist dir so trocken. Das ist nicht gut für meine Haut. Okay, aber erstmal... Ach, jetzt verpisst er sich.
Und jetzt ist die Qualität unserer Kirche nur noch 5. Das bedeutet, die Anwesenheit des Bischofs gibt Kirchenpunkte. So, also, was ist das hier unten? Hier ist nichts. Ah ja.